So, und da sind wir auch schon wieder. Oh Gott, das hakt gerade übelst. Ah, gut, es ist wieder Tag. Okay, wisst ihr was, ich glaube, ich warte nochmal. Ich renne gerade ein Video und da ist es ja echt nicht so schön. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal kurz Save and Quit the Title und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder durchgerendert mittlerweile. Und es ist natürlich mittlerweile mitten in der Nacht. Wie sollte es auch sonst sein? Ja, also ich habe mir hier schon einen Fall gemacht, wie ihr schon in der letzten Folge wahrscheinlich gesehen habt. Und laufe jetzt einfach mal straight on in diese Richtung. Aber vorher schlachte ich noch das Huhn. Gib EP und was zu fressen. Auf dem Weg schlage ich einfach mal, übrigens nochmal ein paar Bäume einfach kaputt. Das macht einfach mehr Eindruck, finde ich. Und ja. Das wäre dieser Baum. Das wäre dann dieser Baum. Und das wäre dann dieser Baum. So. Ja, schon wieder ein Huhn. Und wieder Fleisch und EP. Ich bin schon aufgestiegen. Juhu. Naja. Es soll ja demnächst wieder die nächste Version rauskommen. Ich guck mal kurz nach wann. So, ich habe nachgeguckt. Heute kommt eine Vorab-Version raus. Allerdings, wenn ihr das seht, ist es bestimmt nicht mehr heute. Denn heute ist Donnerstag, der 22. September. Und ja. Notch hat irgendwie gesagt, dass die jetzt schon anfangen und es möglichst schnell raushauen wollen, damit das Adventure-Update natürlich dann auch pünktlich ist. Beziehungsweise halt eins ist. Und ja, ich weiß immer noch nicht, wo ich hinbaue. Aber okay. Ja, auf jeden Fall wird da wahrscheinlich schon heute eine Vorab-Version rauskommen. Und ja, das steht auf Minecraft-Wiki und nein, es wird dann nichts unbegründet aufgenommen, denn es gibt manche, die sind der Meinung halt, ja, aber Minecraft-Wiki kann alle, jeder reinschreiben, was er will. Ja, toll, dann möchte ich gerne mal sehen, was ihr dazu sagt. Außerdem, ich gebe euch nicht einfach so die Infos von Minecraft-Wiki, mache ich zwar auch, aber vor allem, und da überprüfe ich das auch nochmal selbst. Also ich gucke die Quellen nach und sehe, wo die das dann jeweils geschrieben haben. So, da hinten sind wir im Sumpf, das ist doch super. Hier haben wir auch gleich eine Höhle, da können wir auch noch nachher nochmal rein. Habe ich. Entschuldigung, das ist wegen Let's Show Welt. Habe ich nicht. Okay, gut. Das ist natürlich wieder perfekt. Ich gehe mal ein bisschen schneller hier. Das kann es ja nicht sein. Schlag hier mal kurz ein Schwein tot. Na, mein Freund. Dass sie mal weglaufen müssen. Ich will doch nur spielen. Danke. Dann guckt ihr euch die Hühner an. Die sind so nett und laufen nicht weg. Wie viel habe ich bekommen? Gut. Entschuldigung. So. Welcome to the Sumpf. Welcome to the green grass. Kann ich da hochlaufen eigentlich? Ich meine, man konnte das irgendwie. Ich weiß auch nicht wie. Nee. Schade aber auch. Boom. Können die irgendwie abbauen? Nö, nicht wirklich. Naja, okay, ich würde sagen, bauen wir uns so eine kleine Yoda-Sumpfhütte. Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz lustig wird. Müsste ich nur noch die Lianen irgendwie abbauen können. Ich weiß gerade nicht wie, also Spitzhacke wohl eher nicht. Axt vielleicht, nö, auch nicht. Schaufel, nö, und Faust sowieso nicht. Naja, gut, dann eben nicht. Aber wir kriegen da schon hin ungefähr, dass es so ziemlich düster, bedrohlich und mit vielen Lianen aussieht. Denn hier gibt es ja wirklich genug. So. So ein bisschen Krimskrams von hier wegschlagen. Und wie viel Dreck haben wir dabei? So gut wie gar nichts. Das ist ja mal wieder super. Also gehen wir uns mal kurz eben ein bisschen Dreck fahren. Oh ja, hier wird auch immer düsterer und alles. So muss es sein. Düster und schmutzig. Das habt ihr jetzt übrigens nicht gehört. So, hier haben wir einen Bug. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Haben wir hier so ein Fenster, was durch Wasser kommt. Warum auch nicht. Ja. Und jetzt fehlt mir eigentlich so ein schönes Gesprächsthema. Ich weiß nur leider nicht, worüber ich denn reden sollte. Ja. Schlag mir am besten einfach was vor und gut ist. Dann
hat sich's, ich habe Gesprächsthemen, kann euch, na gut, kann mich mit mir selbst unterhalten und euch vielleicht sogar gleich noch mit, das weiß ich aber noch nicht, da müssen wir auf die Gesprächsthemen warten, genau. Ich kann auch super Deutsch sprechen, wie man sicherlich hört, aber wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, es ist mitten in der Nacht und wenn ihr es doch nehmt, dann Pech gehabt. Dann habt ihr einfach Pech gehabt. So. Ich übrigens jetzt gerade mal was. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1. 1. 2. Den dazu. Okay, es wird vielleicht ein bisschen zu groß, aber naja, man kann ja nie zu groß bauen. 4. Ich mal ein bisschen Krimskrams wegruppen. So, dann wieder hier 1, 2. 1. Ein bisschen mehr Scheiße. So, gleich noch ein paar Schweine schlagen. 1 bin ich jetzt wieder und 1, 2. Und 1, 2, 3. 4. Natürlich gleich ein zu weit gebaut. Schaufel ist auch gleich hinüber, merke ich gerade. Ja, bleibt nichts anderes übrig, als weiterzubauen. Einfach tapfer weiterbauen. 1, 2, 1, 1, 2. Vielleicht mit etwas Glück reicht er vielleicht sogar noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 2. Ja, ist doch super. Passt doch relativ gut. Ich weiß nicht, ob man sieht, was ich hier jetzt eigentlich vorhab. Ich glaube, man sieht es nämlich nicht. Also für alle, die es nicht geschnallt haben, ich möchte hier jetzt so eine Art Jonas Hütte bauen. Ja,